jedes Mal, wenn du denkst, es reicht auch, die Nummer 2 zu sein, es reicht auch, die Nummer 3 zu sein, ist genau das der Grund, warum du nicht die Nummer 1 bist. Ist genau das der Grund, warum du stehen bleibst. Ist genau das der Grund, warum du nicht weiterkommst. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nick Geglinger und ich werde dir jetzt hier 6 Zeichen verraten, die dir zeigen, dass du gerade erfolgreich wirst. Genau diese Dinge haben alle erfolgreichen Menschen auf dieser Welt zu ihrem Ruhm, zu ihrem Erfolg und ihrer Bekanntheit gebracht. Ob es ein Kobe Bryant oder Michael Jordan war, ein Jeff Bezos oder ein Bill Gates, ganz egal wer aus welcher Sparte, all diese Menschen verbinden diese 6 Fähigkeiten, diese 6 Prinzipien, diese 6 Zeichen. Und wenn du die schon hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du maximalen Erfolg haben wirst, ganz egal, was du gerade machst. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, um wirklich zu verstehen, worauf es hier gerade ankommt und wie du das für deinen maximalen Vorteil nutzen kannst. Als ich mich mit 16 selbstständig gemacht habe und mir gesagt habe, hey, ich möchte erfolgreich werden, ich möchte reich werden, ich möchte sehr viel reisen und tun, da habe ich mich gefragt, wie kann ich das am schnellsten schaffen? Nun, ich habe meine Zeit damit verbracht, die erfolgreichsten Menschen der Welt zu studieren. Egal, ob es Dokumentationen von einem Mike Tyson, Kobe Bryant oder Michael Jordan waren oder ob es um Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett oder Menschen ging, die aus der Wissenschaft und dem Gesundheitsbereich extrem Erfolg erzielt haben. All diese Menschen verbinden genau diese 6 Sachen. Die erste Sache ist die: Du musst wettbewerbsfähig sein. Nun, wir leben im Kapitalismus. Wir leben in einer Welt, wo es eine Ellbogengesellschaft ist. Wir leben in einer Welt, wo es darum geht, dass du an die Spitze kommst, ja? Dass du dir die maximalen Marktanteile holst. Einer meiner Mentoren, Grant Cardone beispielsweise, sagt Folgendes: Jeder, der zuerst in einen Markt reingeht, kriegt 50% von diesem Markt, weil er als erstes reingegangen ist. Und all die anderen teilen sich die restlichen 50%. Nun, das schlägt sich tatsächlich auf ganz viele Bereiche aus. Dass du jemanden siehst, der zum ersten Mal in einen Markt reinkommt, der extrem wettbewerbsfähig ist, der sich 50% der Anteile holt, bis all die anderen Leute reinkommen. Ja, und die es extrem schwer haben, sich dort ebenfalls zu beweisen. Nun, es geht jetzt nicht nur darum, dass du der Erste in einem Bereich wirst, sondern es geht darum, dass du wettbewerbsfähig bist. Dass du bereit bist, mit harten Bandagen zu kämpfen. Dass du bereit bist, dich nicht nur ordentlich weiterzuentwickeln, sondern auch ordentlich zu investieren und über deine Grenzen hinauszugehen, um für den Erfolg zu kämpfen. Die zweite Sache macht jeder falsch, den ich kenne. Und zwar, sie fangen einen Haufen Sachen an und beenden sie nicht. Jeder erfolgreiche Mensch da draußen fängt Sachen an und bringt sie zu Ende. Du wirst immer wieder an einen Punkt kommen, wo es vielleicht nervig wird, wo es vielleicht keinen Spaß mehr macht, wo es vielleicht sinnlos erscheint. Nichtsdestotrotz aber, bring die Aufgaben, bring die Geschäfte, bring die Sachen, die du anfängst, zu Ende. Du wirst dich nicht nur besser fühlen, sondern du wirst viel krassere Fortschritte machen, als ständig nur links oder rechts irgendwas anzufangen und nichts zu Ende zu bringen. Kommen wir zum dritten Punkt. Erst letzte Woche saß ich beim Lunch mit einem Selfmade-Millionär. Anfang 20, politische Kontakte, mega großes Netzwerk zu Investoren, viele Firmen aufgebaut, mega bekannt. Und ich saß mit ihm zusammen und habe ihn gefragt, was machst du gerade und warum? Nun, er selber hat eine kleine Selbstfindungsreise für sich gemacht und hat sich dabei gefragt, was er die letzten Jahre alles gemacht hat und was er jetzt anders machen möchte. Eine Sache, die ihm aufgefallen ist, ist, dass er immer the smartest guy in the room war. Er war jedes Mal in seinem Bereich der Schlauste und Beste, der mit an diesem Projekt oder an diesem Business gearbeitet hat. Und er hat sich gesagt, er möchte jetzt einmal den Spieß umdrehen, weil wenn du der Schlauste im Raum bist, machst du etwas falsch. Und aus diesem Grund hat er sich ganz genau überlegt, wen hat er in seinem Netzwerk, der noch schlauer ist, der noch besser ist, der noch erfolgreicher ist als er, ist zu ihm geflogen, hat die meiste Zeit mit ihm verbracht und hat ihn davon überzeugt, mit ihm zusammen eine Firma zu gründen und mit ihm zusammen aufzubauen, damit er den Spieß einmal umdreht und einmal nicht der smartest guy in the room ist, um selber wieder ein Wachstumspotenzial zu holen. Und genau darum geht es. Dein Umfeld muss erfolgreicher sein. Es wird nicht jeder erfolgreicher sein als du, aber wenn du es schaffst, dich in ein Umfeld rein zu netzwerken oder zu arbeiten, wo Menschen sind, die in ihren Bereichen erfolgreicher sind als du oder sogar in dem Bereich, in dem du bist, dann wirst du immer maximales Wachstumspotenzial haben. Du wirst immer gutes und geiles Feedback kriegen und du wirst immer in einer Zone sein, in der es darum geht, besser zu werden, weil du siehst, wo es noch hingehen kann. Und genau deshalb, wenn du feststellst, dass du the smartest guy in the room bist, wenn du feststellst, dass dein Umfeld dich nicht mehr nach oben bringt, dann musst du aus diesem Umfeld raus und musst dir ein neues Umfeld schaffen von Menschen, die erfolgreicher und weiter sind als du. Der vierte Punkt ist relativ einfach. Bei erfolgreichen Menschen stehen ihre Gedanken nicht still. Jede Sekunde überlegen sie sich ganz genau, wie können sie besser werden, wie können sie erfolgreicher werden, wie können sie an mehr Informationen kommen, wie können sie mehr Kunden gewinnen. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die sich gerne mittags dann schon vor den Fernseher setzen und sagen, ich gucke jetzt erstmal YouTube-Videos oder Netflixe
und deine Gedanken stehen tatsächlich still, dann machst du irgendwas falsch. Deine Gedanken dürfen nicht stillstehen. Du musst immer wieder überlegen, wie kannst du besser werden, wie kannst du mehr wachsen, wie kannst du mehr kriegen. Der fünfte Punkt ist eigentlich selbsterklärend. Du musst dich ständig weiterbilden. Erfolgreiche Menschen lernen immer neue Sachen dazu. Egal, ob sie Bücher lesen, auf Seminare gehen, ob sie netzwerken, ob sie ein Lunchdate haben, sie entwickeln sich immer weiter. Sie stellen neugierige Fragen und sie selber suchen immer wieder neue Lösungen für die Probleme, die ihnen gerade bevorstehen und schauen, dass sie neue Aspekte reinkriegen, um von neuen Blickwinkeln ihr Leben betrachten zu können. Also bilde dich ständig weiter. Der sechste Punkt ist, du willst den Erfolg um jeden Preis. Wenn du dir Interviews von Kobe Bryant anguckst oder wenn du dir die Netflix-Dokumentation von Michael Jordan anguckst, The Last Dance, dann wirst du ganz genau sehen, dass diese Menschen wirklich fast schon krankhaft erfolgreich werden wollten. Und genau durch diesen Ehrgeiz, durch diesen Antrieb, dass es nichts anderes gibt, als erfolgreich zu werden und als der Beste zu sein, haben sie alles in ihrer Macht Stehende in Bewegung gesetzt, um die nötigen Entscheidungen zu treffen, um die nötigen Handlungen durchzuführen, um zum Besten zu werden. Und genau das muss auch dein Ansporn sein. Jedes Mal, wenn du denkst, es reicht auch, die Nummer 2 zu sein, es reicht auch, die Nummer 3 zu sein, ist genau das der Grund, warum du nicht die Nummer 1 bist. Ist genau das der Grund, warum du stehen bleibst. Ist genau das der Grund, warum du nicht weiterkommst. Du musst jedes Mal dir die Frage stellen, wie kannst du noch erfolgreicher werden? Du musst jedes Mal wirklich den Erfolg und Nummer 1 zu sein um jeden Preis haben wollen. Und genau dann kommt auch dieses Feuer, die Begeisterung und die Motivation raus, die Extrameilen zu gehen und über alle Herausforderungen hinwegzusehen und sie zu durchbrechen. Wenn du jetzt gerade spürst, dass du erfolgreich wirst, wenn du jetzt gerade den Gedanken hast, ja, du kannst es schaffen, du kannst mehr tun als das, was du gerade machst, ja, dann brauchst du jetzt nur noch ein bewährtes Geschäftsmodell, mit dem du auch tatsächlich Geld verdienen kannst. Etwas, was dir all die Freiheit, all den Luxus und all die Träume erfüllt, die du dir schon so lange wünschst. Ja? Ein bewährtes Geschäftsmodell, was schon seit Ewigkeiten existiert und was heute noch besser funktioniert als sonst. Und dazu kann ich dir nur eine Sache empfehlen, und zwar bau deine eigene Social Media Agentur auf. Und wenn du wissen willst, wie das geht, findest du dazu alle nötigen Links unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Ganzen einen Daumen nach oben da. Abonnier, falls du das noch nicht getan hast, und aktivier die Glocke, damit du jedes Mal erinnert wirst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Teil das mit jemandem, der es unbedingt sehen muss, und lass mich dein Feedback in den Kommentaren hören. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Nick. Bis dann. Ciao.